Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars und wir werden heute mal einiges an Sachen zu erzählen haben an euch und werden dann eben einfach ein bisschen spielen, denn ich habe wirklich viel zu berichten über Brawl Stars, über auch die weitere Zukunft vom Kanal und vom Discord-Server. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein, spielen ein paar Runden, versuchen Challenges zu erledigen in diesen Runden und let's go! Also gleich mal vorweg, die meisten Sachen, die jetzt dann erzählt werden, gehen auch hauptsächlich über den Discord-Server. Es gibt zwar noch ein, zwei andere Neuigkeiten im Brawl Stars, but die meisten sind wirklich über den Discord-Server. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit einer der wichtigsten Ankündigungen. Und zwar gibt es ja seit Anfang Mai den BCS-Pass. Also gleich zum Ballpass kam auch der BCS-Pass von mir heraus, wo du am Discord-Server bei Aktivität auch Sachen gewinnen kannst und dir Vorteile erspielen kannst. Und dieser BCS-Pass geht am 3. Juni in seine zweite Season und diesmal mit viel besser ausgearbeitet als wie beim ersten Mal. Also wir werden einiges mehr haben, einige Neuerungen und das Ganze viel besser ausgearbeitet haben. Also dort auf jeden Fall unbedingt weiß mitmachen, bei Level 20 dann, das finale Level, gibt es dann natürlich auch echtes Preisgeld, da schon mal der Teaser vorweg für die größte Stufe. Und ja, dann natürlich auch im Juni werden wir wieder mega, mega, mega viele Turniere haben, das ist auch ganz klar. Die Turniere werden wieder richtig aktiv werden, am Discord-Server jede Woche drei Turniere mit Preisgeldern in den verschiedensten Spielen. Clash Royale, Brawl Stars und so weiter. Und viele werden auch auf YouTube das Finale hochgeladen und so weiter und so fort. Dann natürlich auch mein Twitch-Kanal. Ich werde jetzt ab sofort wieder aktiv streamen. Auch das wird wieder sein. Das bedeutet, ich werde wieder wöchentlich auf jeden Fall mindestens ein Stream in der Woche haben. Und dort fleißig, fleißig streamen. Und natürlich auch dann von den Turnieren die Finale streamen, aber auch Community Games mit euch. Wir werden natürlich auch probieren, dass wir da ein paar Gewinnspiele dann raushauen bei gewisser Subanzahl und so weiter und so fort. Das wird auch ganz viel machen. Und es wird natürlich auch wieder am Discord-Server werden wieder neue Giveaways kommen. Wir werden das ganz viel Neues im Juni wieder dazu bekommen. Wir werden echt vieles neu machen und natürlich auch geistig verbessern. Das, was zum Beispiel den Leuten derzeit nicht passt. Auch unbedingt wichtig, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und lasst auch gerne mal ein Sub da, wenn ihr subben wollt oder könnt. Ihr könnt es ja gratis mit Amazon Prime auch subben. Würde mich mega unterstützen und würde auch uns in unserem Weg mega unterstützen, dass wir da immer weiter nach oben kommen mit den Followern und mit den Subanzahlen. Und ja, das ist halt immer auch extrem wichtig, denn auch unser E-Sports-Team wird im Monat Juni komplett neu gestaltet werden. Wir haben dafür jetzt schon die Tryouts und die werden dann eben im Monat Juni werden dann festgelegt, welche Spieler es am Ende auch ins Team schaffen. Und dann werden wir mit einem neuen Team für die GWL und BWL antreten, also auch ganz wichtig, mit ganz neuen Leuten dort antreten. Das ist auch noch so viel dazu. Sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir werden ein paar neue Formate auch auf YouTube haben. Diese neuen Formate haben auch mit den BCS-Bars auf Discord zu tun. Aber dazu erfahren die Leute auf Discord dann eh später mehr. Auf jeden Fall wird es auch auf YouTube neue Formate geben. Und wir kommen jetzt ganz einfach mal zu Brawl Stars, und zwar zu dem, was uns erwartet in Brawl Stars. Und zwar existiert ein Video, jetzt schon länger, aber aufmerksam geworden sind die meisten Leute gerade erst vor ein paar Wochen, Tagen. Und zwar gibt es einen Livestream auf YouTube von jemandem, der heißt Punkt oder Strich zumindest. Er heißt Strich und Punkt, heißt der Streamtitel. Und er streamt da etwas über Brawl Stars. Ich hoffe, ich vergesse nicht, euch einzublenden. Auf jeden Fall sollte das ein Teaser sein für das neue Update, das riesengroß werden sollte angeblich.
Also angeblich wird das nächste Update ja mega riesig. Und da sieht man zum Beispiel in diesem Video Sachen wie die Kette von Bam, die dann auch der neue Bruder Nani haben wird. Und jetzt gibt es die ersten Theorien, dass vielleicht Bam aus dem Spiel genommen wird, was ich auch schon so viel sagen kann, das wird nicht passieren, denn sonst hätte sie kein Remodel bekommen vor ein paar Wochen. Aber die Gefahr ist trotzdem, da Nani ja aus verschiedenen Brawlern eigentlich besteht. Er besteht ja aus Dynamike, aus Barley, Rico und Bam, dass da vielleicht wirklich Brawler entfernt werden. Man kann sich natürlich nicht sicher sein, aber es könnte passieren. Schreibt auch gerne mal eure Tipps in die Kommentare oder eure Meinungen. Ich hoffe nicht, dass sowas wie Barley entfernt wird, aber man kann sich da jetzt gerade nicht sicher sein. Wer weiß, vielleicht wird wirklich ein Brawler entfernt, das wäre mega krass. Aber ich glaube es fast nicht. Ansonsten muss das Update groß werden, sonst würden die da nicht so einen Livestream raushauen, der jetzt schon über Wochen geht. Das Krasse bei diesem Livestream ist ja auch, man hört eigentlich nur ein Rauschen und ab und zu kommen gewisse Geräusche. Wir hatten gestern da mal 2 Stunden oder so verbracht und dann nur zugehört 2 Stunden lang und dort kamen dann. Wir haben das alles dokumentiert, da kamen Eselgeräusche vor, jede 20 Minuten circa. Da kam Zirkusmusik vor, Brawl Stars Musik kam dann ganz kurz plötzlich. Also das ist wirklich überraschend. Wenn dauernd das Rauschen, auf einmal kommt Zirkusmusik, das ist irgendwie schon ein bisschen gruselig auch irgendwo. Oder auch eine Säge haben wir gehört, also, oder ganz verschiedene Sachen. Also es wird echt spannend, was da noch auf uns zukommt. Also Brawl Stars will uns, glaube ich, damit wirklich was sagen. Ich bin mega gespannt, was es sein wird. Krass wird's allemal. So, und mehr habe ich euch, glaube ich, auch gar nicht zu erzählen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was zu erzählen? Ich glaube, mehr habe ich gar nichts zu erzählen. Das Einzige, was ich erzählen mein Boy ist, das, bitte gebt mir einen Creator-Code. Creator-Code, BCS. Bitte. Ich will einen Creator-Code. Creator-Code wäre schon cool. So, irgendwie. Aber wo ist, dass mir das gönnt? Ah, kritisch. Da muss Supercell schon auf Gönner-Modus sein. Ah, vielleicht haben wir Luck und wir bekommen einen Creator-Code, Leute. Hashtag Creator-Code auf Ehre. Vielleicht bekommen wir eine von Wo ist das, wenn sie das sehen. Wäre auf jeden Fall nice. Und ja, mehr gibt es dann auch, glaube ich, derzeit gar nicht zu sagen. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Es sollte einfach nur ein kurzes Informationsvideo für euch werden, was euch so in nächster Zeit erwartet. Und ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Ciao.